Ich habe irgendwie einen Tick. Ich bin ein Mann vom letzten Augenblick. Wochenlang hab ich mich schon auf Weihnachten gefreut. Doch was das Einkaufen betrifft, bin ich einer der Leute, die machen das erst heut. Warum muss ich jedes Mal der Letzte sein? Ich kauf als Letzter ein, mit dem letzten Schein. Die letzte Weihnachtsgans hab ich noch grad erwischt. Sonst gibt es nichts mehr, die Geschäfte sind leer, doch ich bin noch ganz froh. Ich kriegte grad den letzten Baum für meine letzte Show. Dankeschön, 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 dankeschön. Ein toller Abend, so grad vor Weihnachten. Und we hebben een tolle decoration heute Abend, we hebben een tolles Publikum, we hebben tolle Stars. Nur één Star kon ik niet kriegen. Ik had zo ganz gerne Außenminister Scheel in mijn programma gehad. Ja, der singt zo fantastisch, hij had bij Wim Tulke gesungen. En seitdem werden jeden Tag zo etwa 15.000 Platten verkauft van hem. En ik heb schon gehört, dass er schon wieder eine neue Platte vorbereitet. Für den Fall, dass er Bundespräsident wird. Denn dann wird er singen. Dann wird er wahrscheinlich singen. Heile, heile Genscher. und Karl Wienand hat, er hat Konkurrenz gekriegt, natürlich, Herr Scheel, weil Karl Wienand will auch eine Platte machen. Der will singen, wir sind alle kleine Sünderlein. aber ich glaube, Schlager des Jahres wird, eine Platte wird es geben von Herbert Wehner. Der wird singen. Gut, Anna. Das ist Anna. Ja. Anna, das sind die Leute da. Ja. Schön. Wer hat noch keine Weihnachtsgans? Sie noch nicht? Nein, die Dame. Darf ich die Dame noch? Da. Ja, warum nicht? Moment, wollen Sie im Essen oder haben Sie einen Garten? Ich habe einen Garten und sie darf sehr lange leben. Ja, dann würde ich sagen, lasse ich noch ein paar Jahre dann im Garten rumspazieren, bevor Sie sie zu Weihnachten essen. Ja? Dankeschön. Frohe Weihnachten, ja? Nebenbei, wie geht's euch? Gut? Geht's gut? Dass Sie wissen, das sind meine Töchter, damit Sie wissen, dass ich auch noch was anderes kann, als nur Shows machen. und dieser Mann ist ein sehr wichtiger Mann in all meinen Shows gewesen, bis jetzt und auch heute wieder. Die haben am Anfang bei dem Film diese O Tannenbaum Rhapsodie gehört. Und alle Musik in meiner Show, auch diese O Tannenbaum und so weiter, wird komponiert, arrangiert und dirigiert von Cornelis op den Ziegen. Aber was wollte ich sagen? Ich war heute in der Stadt, es war so voll in der Stadt, alle Leute gingen einkaufen. Und es war so voll, es war sogar voll beim Apotheker. War es voll. Und da habe ich sowas Niedliches gesehen, dass ich möchte das eben erzählen. Da kam ein ganz kleines Mädchen rein und sagte gegen den Apotheker: Ich möchte die Pille. Sagte, wie bitte? Ich möchte die Pille. Sagte, für deine Mutter? Nein, für mich. Aber du 7 Jahre alt und dann die Pille? Ja, ich habe schon 4 Jahre zu Weihnachten eine Puppe gehabt. Ich möchte endlich mal was anderes. Aber heute Samstag vor Weihnachten wüsste ich kein besseren Thema, kein besseren Showplatz als ein Weihnachtsmarkt. Und weil die Leute die letzte Möglichkeit hatten, heute einzukaufen, gibt es da eine Art Schlussverkauf. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, was sich da alles. Ja, meine Damen und Herren, hier kommen Sie noch mal näher. Ja, kommen Sie mal näher. Ja, der allerletzte Weihnachtsbaum. Feinste Qualität, garantiert noch nie dran gesungen. Also ehrlich. Hier, wie wär's denn, hä? Noch den kleinen Weihnachtsbaum hier, 15, 14, na 13, heute nicht 12, 11, 10 Mark. Ja, hallo Sie. Hier, 10 Mark Weihnachtsbaum? Ich hab schon einen. Sie haben schon einen, ja. Ja, es gibt Männer mit 2 Wegen. Warum nehmen Sie nicht 2 Tannenbäume? Oder Sie, hier, der Herr, Sie vielleicht, ja, ein gut. Bitte? Zu teuer? Was heißt zu teuer?
Was haben Sie denn für die fette Gans an Ihrem Arm bezahlt? Ach, das ist Ihre Frau. So, Entschuldigung. Wer hat die letzten Weihnachtskugeln? Kommen Sie, meine Herrschaften, kommen Sie heran. Ja, Opa, lieber ein Gläschen weniger saufen und der Mutti ein paar Kugeln kaufen. Ne, Herr, hier vielleicht ein paar Kugeln, Weihnachtskugeln hier noch, bitteschön. Moment, haben Sie von diesen noch einen zweiten? Ja, natürlich, da, bitteschön. Nee, genau gleich wie diesen. Ach so, genau das gleiche. Moment mal, müssen wir einen Moment warten. Guck, ja, da ist es, ja. Bitteschön, Stück eine Mark. Dankeschön. Macht sich nett am Weihnachtsbaum, ganz bestimmt. Am Weihnachtsbaum? Ja. Nein, das ist mein Weihnachtsgeschenk für meine älteste Tochter. Die möchte ich so. So, hier, Ohrringe. Sind das schön, ne? Packen Sie sie ein, ich komme sie nachher holen, ja? Was mir immer auffällt, ist vor Weihnachten, gerade in Deutschland immer, wenn man Handwerker braucht oder irgendetwas, dass man immer wieder diesen Satz hört in diesen Tagen von vor Weihnachten geht's nicht. Und ich möchte Ihnen das mal zeigen, wie, vor Weihnachten geht's nicht. Überall hört man das. Moment, hier mal zum Beispiel. Herr Schornsteinfeger, oh, Entschuldigung. Können Sie mir sagen, ich habe umgestellt von Öl auf Kohlen, aber mein Kamin zieht nicht. Können Sie mal vorbeikommen? Vor Weihnachten geht's nicht mehr. Vor Weihnachten geht's nicht, habe ich schon gedacht. Oh, Herr Klempner, ja? Wir haben jetzt weniger geheizt und jetzt sind alle Wasserrohre zugefroren und geplatzt. Können Sie mal vorbeikommen? Vor Weihnachten geht's nicht mehr. Vor Weihnachten geht's nicht mehr, habe ich schon gedacht, dass vor Weihnachten. Ah, Herr Elektriker, mein Tannenbaum Beleuchtung, die ich gestern gekauft habe, habe ich ausprobiert. Ja. Aber sie brennt nicht. Können Sie noch mal vorbeikommen? Vor Weihnachten geht's nicht mehr. Vor Weihnachten geht's nicht mehr. Tut mir leid, vor Weihnachten geht's nicht mehr. So, haben Sie vielleicht 20 so kleine Kerzen für den Tannenbaum? Na schön wär's ja. Sie sehen ja, damit bin ich restlos ausverkauft. Ich hab nur noch die teuren Sachen da. Aber dafür auch ganz was Besonderes, bitte. Der schiefe Turm von Pisa, na? Ja, Moment mal, aber es steht doch gerade. Na, hören Sie mal, wenn der schief stünde, dann würde das Wachs da runtertropfen, ne? Ich habe aber noch was anderes. Hier, die Freiheitsstatue aus Amerika als Kerze, ne? Wie finden Sie das? Ja, aber das ist doch Quatsch. Nach einer halben Stunde ist der Arm abgebrannt. Na und? Dann haben Sie die Venus von Milo. Aber jetzt kommt was ganz Besonderes. Direktimport aus Belgien, Mannequin Piss als Kerze. Aber der Knüller ist Sie als Kerze. Ja? So, damit Ihnen auch mal ein Licht aufgeht. Frohe Weihnachten. Ah. Das ist aber ein schöner Mistelzweig, ist das. Was kostet der? 40 Mark. 40 Mark. Das ist teuer. In England würde es sich lohnen. Denn in England haben die einen Brauch, dann ist so ein Ding, ein Mistletoe. Und die hängen die in einem Ballsaal. Und wenn man mit einem Mädchen darunter tanzt, dann darf man das Mädchen küssen. Oder bei der Tür, wenn man das Mädchen runter küssen, sofort. Und das können wir hier doch auch mal einführen. Wissen Sie, was wir machen? Sie gehen hinter mir her mit dem Ding, ja? Und wenn ein Mädchen kommt, dann genau über unserem Kopf. Ja, wollen wir mal gucken, ob es geht. Kommen Sie mit. Fräulein, Entschuldigung, aber das ist ein Mistelzweig. Und wenn man darunter steht, das ist ein englischer Brauch, dann darf man sich küssen. Sind Sie wahnsinnig? Aber ich möchte. Entschuldigung, wir sind nicht in England. Tut mir leid, wir sind nicht in England. Tut mir leid. Nicht gemacht. Fräulein, ja. Entschuldigung, aber unter einem Mistelzweig, Mann und Frau unter einem Mistelzweig, dürfen sich küssen. Oh, das finde ich aber toll. Ja. Da wird sich mein Verlobter aber freuen. Vico, komm, küss mich. Ja. Fräulein. Oh. Entschuldigung, aber Sie sind zu jung. Was heißt Sie zu jung? Nee, es geht um Küssen, wissen Sie. Küssen? Ja. Wollen Sie mal einen Trümmlichkuss haben? Wie heißt das? Trimm-dich-Kuss. Trimm-dich-Kuss? Mhm. Soll ich mal zeigen? Ja. Hey.
Es gibt ja Leute, die sagen heute Weihnacht, ach, was soll das noch? Nur wenn's so weit ist, dann sitzen sie bloß rum und sie vermissen es doch. Kauf noch schnell was ein zu Weihnacht, willst du es genießen, musst du dich beeilen, weil die Brüder schließen. Kauf noch schnell was ein zu Weihnacht, ehe es zu spät ist. Jetzt kannst du alles preiswert kriegen, das Zeug muss weg, nichts bleibt mehr liegen. Kauf deinen Stollen, und es gibt bestimmt noch irgendetwas Tannengrün. Zähl deine Piepen, vielleicht ist irgendwo eine fette Weihnachtsgans drin. Kauf noch schnell was ein zu Weihnacht, kauf ein paar Geschenke, hol dir ein paar Kerzen und ein paar Getränke. Kauf noch schnell was ein zu Weihnacht, denn was ist nun schöner, schöner als die Weihnachtszeit. Musst du dich beeilen, weil die Läden schließen. Kauf noch schnell was ein zu Weihnacht, denn das ist nun schöner, schöner als die Weihnachtszeit. Haben Sie gesehen, dass ich es war? Ja? Oder haben Sie geglaubt, es war Martin Jente war drin? Nee, doch. So, wir haben jetzt als unsere... Oh, kann ich mal aufhalten. Wir haben jetzt als unsere Drehmühle eine Art Drehbühne gemacht. Und ich möchte darauf zeigen, so, wie Weihnachten gefeiert wird. Zum Beispiel Leute, die arbeiten müssen. Oder, auch zum Beispiel zwei Leute, die im Knast sitzen und Weihnachten feiern. Das zeigen wir Ihnen jetzt. Heinz, ja. Ich will raus hier. Wohin nur ich nicht. Wenn ich hier rauskomme, habe ich die nächsten, der ganze Weihnachtszeit, die Kriminalpolizei auf den Fersen. Wieso? Weil die wissen wollen, wo meine Beute ist. Beute? Ja. Also. Das war doll, sag ich dir. Also die ersten 8 Tage, die erste Woche, weißt du? Da schickt mir mein alter Vater ein Telegramm, möchte auf der Wiese hinter dem Haus Kartoffeln pflanzen. Habe ich ein Telegramm zurückgeschickt, Wiese hinter dem Haus nicht umgraben. Nächsten Tag waren 20 Polizeibeamte da, haben die ganze Wiese umgegraben. Habe ich wieder ein Telegramm geschickt, jetzt kannst du Kartoffeln pflanzen. Hans? Ja. Rudi. Danke. Alle Jahre wieder, du. Schick mir mein Vater zu Weihnachten ein Weihnachtsstolz. Und was ist drin? Eine Feile. Nein, ein Stück Kreide. Kreide? Ja. Wozu? Wozu? Ja. Um das hier ein bisschen gemütlicher zu machen. Guck mal, was fehlt denn hier? Alles. Was ist das? Es ist kalt hier. Kalt? Kein Problem. Halt mal. Was? Heinz, ja, ich hab Durst. Du hast Durst? Hm? Kein Problem. Moment. Hol meinen Becher.
So, ran da. Ah, Moment. Was fehlt noch? Radio. Radio? Kein Problem, dann pass auf. Noch einmal. Tut's nicht. Logisch. Ohne Strom. Sie hören jetzt Kurznachrichten. Auf dem Flughafen von Paris haben palästinensische Terroristen ein Flugzeug überfallen und entführt. In London sind bei einem Bombenattentat der IRA etwa 40 Menschen schwer verletzt worden. Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn München-Salzburg kamen über 100 Wagen zu Schaden. Es gab zahlreiche Schwerverletzte. Die Bundesregierung rechnet damit, dass sich die Arbeitslosenzahl im nächsten Jahr... Was machst du denn da? Steine! Steine? Ja, pass auf! Na komm, schnell! Da ich! Mann! Schau mal! Ich bin ja nicht verrückt, ich hab eben die Nachrichten gehört. Ich bleib hier! Guten Abend. Guten Abend, Herr Kegel. Ich suche noch einen schönen Weißwein. Haben Sie noch was? Ah, dieser ist ganz toll. Ja? Können wir versuchen? Jawohl. Okay. Danke. Ja? Mm, davon möchte ich wohl 5 Flaschen haben. Die ist klasse, ist die. Oh, wieder so ein schöner Klang drin. Die haben so viele Gläser hier. Und wenn sie so, ich komme oft hier. Und wenn die dann spülen, dann spielen die manchmal auf den Gläsern. Das, man kann auf Gläsern kann man spielen. Ich zeige es Ihnen. Ich kann es nicht so gut, aber die können es unheimlich gut. Können Sie mal für meine Bekannten im Fernsehen ein schönes Liedchen spielen auf den Dingen? Aber selbstverständlich. Ja? Vielleicht Stille Nacht oder so ein Weihnachtslied? Ja, geht das? Es gibt so viele Leute, die Weihnachten arbeiten müssen, nicht? Wasserwerk, E-Werk, Feuerwehr. Und es gibt auch ein paar Ärzte, die haben Bereitschaftsdienst. Und ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, was sich da abspielt in einem Wartezimmer beim Arzt.
hallo! Da seid ihr ja, ihr lieben kranken Tuddeluttes. Hm? Seid ihr denn alle so, ja, sauer? Nein, das dürfte nicht sein, das Weihnacht steht vor der Türe. Jubiliert, Engelein kommen. Tudelut, tudel. Fühlt ihr nichts, Freunde? Es weihnachtet hier so. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Ding Dong, Ding Dong. Die Weihnachtsglöcklein. Ding Dong. Aha, erfüllt's. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Nein, das war ja fabelhaft, wie Sie das gemeistert haben. Sie fühlen es jetzt, das Weihnachtliche, es kommt, ich weiß, es jubiliert. Und Sie, gnädige Frau, fühlen Sie es nicht von innen heraus, nein, so ein Ding! Oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Freunde, Freunde, jetzt alle zu mir. Ich gebe ein Haus, ich gebe ein Haus. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. So, der nächste, Herr Doktor. Nein. Himmel, Herrgott, da hat dieser hinterhältige Kollege Buchart mir doch schon wieder die ganzen Patienten geklaut. Ist denn das die Möglichkeit? Irgendwie ist dieses Weihnachtsfest nicht so wie im letzten Jahr. Du wünschst jedem ein ganz frohes Fest, doch denkst du, was bringt Januar? Denn du siehst ganz klar und deutlich, dass das Märchenland auf einmal nicht mehr existiert. Dass es aus ist und jetzt bist du gespannt, was da so alles noch passiert. Du bist dir plötzlich wieder bewusst, du gehst nicht freiwillig zur Arbeit, nein, du musst. Du wirst sehr vorsichtig mit deinem Geld. Du redest plötzlich statt vom Fußball von der Welt. Dies Lied sollte kein Wort zum Sonntag sein. In meine Show passt kein Problem. Es tut mir leid, oder fällt mir noch ein, frohe Weihnacht trotzdem. Nichts ist schlimmer als Weihnachten alleine zu feiern. Und darum haben die Ehevermittlungsfirmen immer vor Weihnachten Hochbetrieb. Ja, denn alle Leute wollen jemanden haben, womit sie feiern können. Und ich möchte Ihnen mal zwei Leute zeigen. Einen Mann und eine Frau, die über so eine Ehevermittlung in Kontakt gekommen sind. Und das erste Treffen ist vereinbart am Heiligabend bei ihr zu Hause. Nun tragen beide eine Brille. Und um so vorteilhaft wie möglich auszusehen, verzichten die auf die Brille. Was dann passiert, sehen Sie jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja,
Das schaffe ich so. Aber jetzt ohne Brille. Mhm. Oh. Also. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 2, 6, 7. Das habe ich hingekriegt. Also. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, er kommt schon. Oh. Herzlich willkommen! Oh! Oh! Da bin ich dann. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen. Ich habe etwas für Sie mitgebracht. Ach, das war doch nicht nötig. Ach, das ist ja zu liebenswürdig. Ich werde Sie gleich ins Wasser stellen. Bitte, darf ich Ihren Mantel abnehmen? Gut. So. Oh, guten Abend, Sie sind die Mutter. Sie haben es richtig gemütlich hier. Ich hab's gemütlich. Ja, ja. Ich liebe Antik. Schön. So. Ja. Und dann diese wunderbare Aussicht aus dem Fenster, diesen Blick. Ja. Das ist wunderbar. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ja, gerne, danke. Oh, nee. Oh. Ein Klavierhocker. Ein Klavierhocker, ja, leider nur. Ich spiele Klavier. Ja. Soll ich was für Sie spielen? Ja, ja bitte. Jatz. Eins, zwei, drei. Ah, Sie haben auch einen Farbfernseher. Na ja. Ja. Und was ich so schön finde... Na was denn? Sie haben doch geschrieben, dass Sie eine Katze haben. Ich habe eine Katze, ich liebe Tiere, ja. Aber ich finde es nicht gut, dass die Katze auf dem Tisch ist. Das finde ich nicht gut. So, nehmen Sie Platz. Platz, ja. Ja. So, möchten Sie etwas? Nein, danke, ich rauche nicht. Sie rauchen nicht. Aber doch etwas zu trinken, ja? Zu trinken, ja. Zu trinken, ja. 1, 2, 3, 4. Wie bitte? 5. Ah, ja, bitte. Sie auch? Ich würde gerne auch eins Sie trinken. Auch, ja. So, danke schön. Bitte. So. Na dann, Prost. Soll ich denn ein bisschen Musik machen? Ja, ein bisschen Musik. Musik wäre gut, ja. Nicht? Ja, wäre schön. Ach, ich lege gleich eine Langspielplatte auf. So. Möchten Sie vielleicht tanzen? Das wäre zu nett. Vorsicht, meine Brille! Oh! Was denn, was? Oh, Entschuldigung. Sie haben eine Brille? Ja, ich trage eigentlich eine Brille, normalerweise. Ja? Ja. Na, da wir da gerade beide von Anfang, ich nämlich auch, ich trage auch eine. Ja. Ja, oh, voilà. Oh, hier war... So, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ja, wollen wir mal aufsetzen? Ne? Wollen wir. Ja. Gut. Ja, dann gehen wir da mal. Ne? Sie sind schön. Sie sind apart. Ja. Ich glaube, das wird wohl etwas zwischen uns beiden. Ganz bestimmt. Ja. Wollen wir jetzt dann vielleicht zusammen Fernsehen gucken? Na gut. Ja? Fernsehen gucken. So. C'est la belle nuit de Noël, la résistance au monde. Es ist angenehm, wieder alles so deutlich zu sehen, nicht? Ja, schön. Und nebenbei, das ist eine meiner Lieblingsstars. Ja? Ja. Wer ist denn das? Inge Meisel. Oh nein! Figo Toriani! Ja.
eure Kriere. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas Vigo, was wünschst du dir zu Weihnachten? Öl. Öl. Wie ist das eigentlich? Wie ist die Lage in der Schweiz eigentlich? Ja, die Schweizer sind ja sehr sparsam und neuerdings fahren wir den Berg hinunter mit dem Auto, also bergabwärts, nur noch mit abgestelltem Motor. Um zu sparen. Um zu sparen, ja. Ja. Wie ist es eigentlich in Holland? Keine Ahnung. Du bist doch Holländer. Wer? Du. Ich. Oh, ach natürlich, ich bin Holländer. Ja. Ich bin Holländer. Ach, natürlich. Jetzt weiß ich, warum ich so schlecht Deutsch spreche. Jetzt weiß ich, ich bin Holländer. Ach, natürlich. Jetzt weiß ich. Ich bin schon die ganze Zeit. Wie kommt das doch? Ich bin das, das solltest du aber nicht sagen jetzt. Nee. Das war dumm von mich. Ja. Aber, Vigo, gibt es bei euch auch ein Sonntagsfahrverbot? Ja. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich nicht, was die jetzt in Deutschland einführen wollen. Denn jetzt kriegen wir im Januar, dass an einem Sonntag dürfen die Leute fahren, die eine gerade Nummer am Ende haben, von ihrem Nummernschild. Und am nächsten Sonntag dann wieder die Leute, die eine ungerade Zahl haben. Ja, ja. Da habe ich also eine sehr gute Lösung. Ja? Mhm. Wieso? Ich habe eine tolle Nummer. Ja, Moment, aber wenn es ist eine gerade Zahl, wenn nur dieser Sonntag kommt, ungerade, dann darfst du nicht fahren. Doch. Dann mache ich halt einfach so. Ah, das ist gut. Ja, ich habe heute schon, gelesen, ein Bekanntschaftsinserat. So, Herr mit gerade Nummer sucht Frau mit ungerade Nummer, um Sonntag zusammen zu fahren. Ja. Aber ich habe überhaupt kein Problem, denn ich habe in Deutschland die tollste Nummer, die es gibt. Die allertollste Nummer, die es gibt. Ja, bitte. Hallo. Das ist toll. Ja. Ist doch eigenartig, Vigo, dass das so gekommen ist mit dem Öl, nicht? Der Krieg da, der Israel und der Araber und so. Und dass wir Europäer da so und zu leiden haben. Ja, die Europäer hielten sich immer ein bisschen für diplomatisch. Dabei möchte ich Europa mit einem Auto vergleichen, das vorne mit arabischen und hinten mit israelischen Reifen läuft. Ja, aber Europa hat keine Ersatzreifen. Ne? Das Wandern ist des Kanzlers Lust, das Wandern ist des Kanzlers Lust am Sonntag. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung an die Zeit vor 30 Jahren, als wir auch Fußgänger waren und das Fahrrad noch ne Wucht. Wir zwei fahren nirgendwo hin. Wir sparen am Sonntag Benzin.
Der Vorteil ist, dass ich am Montag noch am Leben bin. Wir zwei fahren nirgendwo hin. Was habe ich letzten Sonntag noch zu meiner Frau gesagt? Wir können nicht mal auseinander gehen. Ich hab noch nen Kanister in Berlin. Da sind noch sicher 20 Liter drin. Bei diesen Preisen lohnt sich das Reisen. Und wenn ich Sprit brauch, dann fahr ich mal wieder hin. Wenn ich einmal scheich bin, ja da di da di da di da di da di da di da dum, hab ich eine Quelle vor der Tür. Herr Friedrichs, was geben Sie dafür? Im Sommer scheint Sonne, im Winter da schneit. Und ich heiz, und ich heiz, und ich heiz. Gib mir das Heizöl, ein Uschka, für den alten Preis. Sonst krieg ich zu Weihnachten meinen Ofen nicht ganz heiß. In München steht ne Tankstelle, ein, zwei Schuppen. Die beliefern nur noch Stammkundschaft. Zwei Super Sprit, das war sein letztes Wort. Dann führte ihn die Streife fort. Und kommt nicht bald ein Öltransport, dann stoppen wir den Bierexport. Ja. Die Bundesregierung hat gesagt, man soll Fahrgemeinschaften bilden. Und das heißt, wenn vier Leute in einer Firma arbeiten und die wohnen in der gleichen Straße, dann sollen die zusammen zur Arbeit fahren und nicht mit vier verschiedenen Wagen. Und die Minister haben schon ein gutes Beispiel gegeben, denn die Minister fahren jetzt nur noch ins Amt mit ihrem Chauffeur. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das aussehen wird, wenn so vier aus einer Straße zusammen mit dem Wagen fahren. Da gibt es viel Ärger. Nur, einen Wagen habe ich schon eben gebaut, so. Jetzt brauche ich noch Geräusche. Johnny, ja. Du kommst zufälligerweise vorbei. Ja. Und kannst du eben Autogeräusche machen? Ja, ich habe zufälligerweise ein Mikrofon. Nein, ach, Zufall. Ist ein Zufall. Ja. Johnny, du machst Geräusche, ja? Gut. Und wir machen jetzt ein Auto. In Ordnung. Ja, okay. Oh, Tür auf. Die Türe. Tür auf, ja. Moin. Moin. Moment, du bist quer durch die Tür gegangen. Oh, Entschuldigung. Was? Eine enge Kiste wieder hier. Ja, wenn es Ihnen zu eng ist, dann kommt das nur, weil Sie zu dick sind, ja? Passen Sie mit Ihrem eigenen Wagen. Moin. Moin. Wo bleibt noch die Hanke? Schon 30 Sekunden zu spät. Ja. Machen Sie doch mal auf! Wie was? Na, der Pups! Ach, Entschuldigung, aber ich hätte beinahe vergessen, die Heizung abzudrehen. Ja, und auch die Tür zuzumachen. Ach so. Wenn Sie noch einmal zu spät kommen, dann fahren Sie wieder selbst zur Arbeit, ja? Das soll nicht wieder vorkommen. Okay. Wenn ich nicht will, kannst du nicht fahren. Ja, jetzt fahren wir. Jetzt hat jeder von uns Herren eine Woche lang die anderen in seinem Wagen mitgenommen. Fräulein Hanke, ja? Nächste Woche sind Sie dran. Ich? Wieso ich? Ich hab doch gar kein Auto. Wir sind Sie noch früher zur Arbeit gefahren? Na, mit der Straßenbahn. Mit der Straßenbahn? Wir sind gerade bei einer Haltestelle. Bitte, gute Fahrt. Benzinmuffel. Bitte, machen Sie bitte das Fenster zu, ja? Ja, aber das stinkt so mit seiner Zigarre hier. Machen Sie gefälligst die Zigarre aus. Na, Vorsicht! Na. Bitte, fahr ich oder fahren Sie? Ja, aber Sie werden doch beinahe auf die Straßenbahn da aufgefahren. Man ist sich doch seines Lebens nicht mehr sicher hier. Da läuft man doch lieber. Ja, bitte, laufen Sie dann. Hier. Ja, bitte, bitte, gehen Sie zu Fuß, bitte. Schön, Thank you.
Sie, was ich von Ihrem Wagen halte? Er hat eine fabelhafte Straßenlage. Ja. Er hat nur einen Nachteil. Er hat 3 Monate Lieferfrist. Ja. Nur, was mich am meisten stört an dem Wagen, dass er so teuer ist. Aber er ist ja so leicht zu steuern. Jeder Trottel kann damit fahren. Da sagen Sie das Richtige. Jeder Trottel kann damit fahren. Ja. Warum fahren Sie da nicht? Da kann ich schön dahinter sitzen. Ja, nur gern. Ja. Tschüss! Hey, na Wagen! Gerade nicht alle Frauen freuen sich darüber, dass wir morgen wieder fahren dürfen. Wel, die Frauen fanden es heilig, um sonntags ihren Mann nicht am Steuer zu sehen, sondern in ein paar Stiefel auf einer Wiese oder in einem Park. Und die Frauen waren alle genauso glücklich mit diesem Sonntagsfahrverbot wie Irene Shear. Sonntag ist mein schönster Tag, für mein Sonntag, der bist du, denn ich finde in der Liebe meine Ruhe. Dazu. Sonntag ist Musik für mich und der Himmel scheint so nah und zu allem, was ich habe, sag ich ja. Sie, können Sie nicht mal für ein paar Minuten die Tür abschließen? Danke. Können Sie wieder aufmachen?
Und dann meckern die Leute, wenn wir die Gebühren erhöhen. Nein, nein, Rudi Carrell, nein! Ist das eine Überraschung? Ach, das freut mich aber, Sie auch mal in der Natura zu sehen. Ja, wir bewundern Sie nämlich alle. Das heißt, meine Frau, meine Kinder. Für uns gibt's nur Rudi Carrell. Übrigens, ich habe einen Einschreibebrief für Sie. Hier, bitte, möchten Sie unterschreiben. Das muss ich meiner Frau erzählen, die wird ja verrückt. Danke. Moment. Können Sie sich ausweisen? Wieso? Ja, haben Sie einen Pass oder einen Ausweis dabei? Na, wozu? Na, wozu? Da kann doch jeder sagen, dass er Rudi Carrell ist, ne? Ich habe nichts bei mir und Sie haben mich doch gerade erkannt. Ja, dann selbstverständlich. Trotzdem, Vorschrift ist Vorschrift. Sie können den Brief beim Postamt abholen. Und Ausweis nicht vergessen. Übrigens, Herr Carrell, könnte ich ein kleines Bildchen mit Autogramm von Ihnen bekommen? Aber selbstverständlich. Wie ist Ihr Name? Klaus Schmidt. Können Sie sich ausweisen? Wieso? Ja, da kann doch jeder sagen, dass er Klaus Schmidt ist, ne? Naja, eben, entschuldigen Sie, ich habe heute einen schlechten Tag, bin ein bisschen überarbeitet, nicht die ganze Woche Überstunden gemacht, bin total müde, die vielen Weihnachtskarten, Neujahrskarten, all die Pakete. Aber nur Gott sei Dank ist es nicht mehr so viel wie im vorigen Jahr, nicht? Warum nicht? Ja, schauen Sie, das Porto wird immer teurer, nicht? Die Weihnachtskarten, die werden fast unbezahlbar, nicht wahr? Und schauen Sie mal, oh, da kommt ja gar nichts nachher bei raus. Wenn man das so zusammenzählt, da schicken die Leute dann nur noch Briefmarken. Wie bitte? Die Leute schicken nur noch Briefmarken? Ja, die Leute kaufen eine Briefmarke und schreiben da alles rauf. Und schicken nur noch die Briefmarke weg. Ja, ist doch einfach. Passen Sie mal auf. Hier habe ich eine. Moment. Das ist, nein. Wo ist hier eine einzelne? Hier war doch eine. Doch, das ist sie. Zum Beispiel. Schauen Sie. Ja. Liebe Familie Peters, Bremen 28, Ostertorsteinweg 33. Na, ihr Lieben, wie geht es euch? Uns geht es gut. Wir werden Weihnachten zu Hause verbringen. Ihr auch? Wir hoffen, dass ihr ein paar schöne Tage habt und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euch euer Gustav Heinemann. Ich habe ja noch ein Paket für Sie. Paket für mich? Ja. Paket? Ja. Was ganz Großes. Schauen Sie mal. Da. Ah. Ist aber groß. Was? Das war ein Versandhaus. Ja. Ah, da hat meine Frau bestimmt ein Geschenk bestellt für mich zu Weihnachten. Ja. Sind Sie auch so immer so Weihnachten so neugierig, was man kriegt und so? Ja. Was da wohl drin ist? Ja. Bei der Post geht so oft ein Paket kaputt. Ja. Und dann machen Sie das wieder so gut zurecht, nicht? Ja. Wenn wir das nur aufmachen, können Sie wieder genauso einpacken, wie es jetzt ist. Ich? Ja. Aber selbstverständlich. Ja. Wenn Sie das dann machen, kriegen Sie von mir das Bild mit Autogramm. Gehen wir? Ja? Gut. Das schauen wir doch mal rein. Ja. Schauen wir das. Ja. Schauen wir doch mal. So. Was ist da drin? Was soll da drin sein? Was? Ich will mal sehen. Was? Mal auf. Wie geht das auf dann? Hier. Ich glaube, man muss hier ziehen. Pass auf. Jetzt zieh mal. Ein selbst aufblasbares Gummiboot, das wollte ich schon so lange haben, das will ich aber doen. Ja. Na, packen Sie es jetzt wieder ein, ja, hier ist Ihr Autogramm. Ja, auf Wiedersehen. Wo wollen Sie hin? Ich muss Brot haben. Brot. Frau, komm mal raus, da will einer Brot kaufen. Ja, Sie sind doch Bäcker, ich mach Brot kaufen. Wenn Sie eins finden, dann bringen Sie mir eins mit. Ich bin ausverkauft. Nichts mehr da zu Weihnachten. Ich habe selber keins. Haben wir kein Brot mehr? Nein. Nichts mehr? Oh. Nichts mehr. Sind Sie müde? Oh, und wie? Sie haben schwer gearbeitet in den letzten Tagen. Oh, das war hart, ja. Was machen Sie jetzt zu Weihnachten? Schlafen, nur noch pennen. Ja? Na dann. Frohe, was sagen wir? Schlafen Sie wohl. Gute Nacht. Ja. Ja, eigentlich möchte ich all die Leute ein Liedchen widmen. All die Leute, die vor Weihnachten in dieser Wirbelzeit so...
arbeiten müssen. So die Leute auf dem Weihnachtsmarkt, der Bäcker, Wild- und Geflügelladen, Spirituosen. All die Leute, die haben so schwer gearbeitet, auch die Handwerker und so. Die Leute widme ich mal ein kleines Liedchen, weil die Leute, die können nicht mehr. Die haben jetzt weder Lust noch die Kraft, die sind viel zu müde. Sie sind am Ende kaputt und geschafft, sie sind viel zu müde. Wochenlang haben wir alles gemacht, von morgens um sieben bis tief in die Nacht. Jetzt wollen wir vier Tage schlafen, für uns ist die Weihnacht vorbei. Kämen noch ein paar Kunden, wär ich ganz schnell verschwunden. Wenn sie Weihnachten hungern, mein Ofen ist aus. Möchte Brigitte Bardot mit mir schmusen, ich bin zu müde. Käm die Liz Taylor mit den schönen Ohren, ich bin zu müde. Wir gehen jetzt erst ein Monat zur Kur, weit weg von Stabilität, Konjunktur. Wir haben unsere Sache geleistet auf jedem Gebiet. Jetzt ist es völlig leer auf dem Marktplatz, die Stände sind weg, die Läden sind zu. So wie es hier jetzt aussieht, so sieht es überall in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz aus. Es gibt nichts mehr. Ich wüsste auch nichts mehr, was ich Ihnen noch zeigen könnte. Es gibt überhaupt nichts mehr. Und jetzt entschuldigen Sie bitte, haben Sie ein Streichholz für mich? Sind Sie nicht Günter Schramm? Ja. Günter Schramm, ja! Bitte. Mann. Das ist eine Überraschung. Dankeschön. Moment, die können Sie behalten. Ja, aber dann haben Sie doch keine mehr. Nehmen Sie alles oder nichts. Finde ich so schön, Ihre Sendung, alles oder nichts. Finde ich immer so schön. Und ich möchte so gerne mal mitmachen bei Ihrem Quiz, alles oder nichts. Ja, das können wir machen, nur da müssen Sie über irgendwas richtig Bescheid wissen. Über irgendwas oder über irgendeine Persönlichkeit, Lord Nelson oder Frédéric Chopin. Gibt es irgendeine Persönlichkeit, über die Sie wirklich exakt Bescheid wissen? Mhm. Wen denn? Rudi Carrell. Ah. Können wir diesmal nicht mal spielen, so wie im Fernsehen. Spielen wir das jetzt so, alles oder nichts? Ja, das können wir machen. Bloß, ich habe nicht so viel Geld wie das Fernsehen. Ich habe gerade meine Weihnachtseinkäufe hier gemacht. Das ist alles, was geblieben ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das genügt. 10 Mark, die sind Sie gleich los. Ich weiß alles. In Ordnung, dann gehen Sie. Ich kündige Sie jetzt an. Ja, das ist gut. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Alles oder Nichts, heute zum ersten Mal aus Bremen. Und ich darf Ihnen gleich unseren ersten Kandidaten vorstellen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja. Wenn Sie bitte dem Publikum sagen würden, wie Sie heißen. Rudi Carrell. Und was ist Ihr Wissensgebiet? Rudi Carrell. Oh, das ist fantastisch. Das hatten wir noch nie. Nehmen Sie Platz. Ich stelle Ihnen jetzt 8 Fragen. 5-mal müssen Sie richtig antworten. Sie haben insgesamt 1 Minute Bedenkzeit. Wir fangen an mit einer Doppelfrage. Da können Sie 2 Punkte machen. Wann wurde Rudi Carrell geboren? Am 19. Dezember 1934, morgens früh um 5:16 Uhr. Ja, das ist exakt richtig. Jetzt können Sie den 2. Punkt machen, wenn Sie mir sagen, wer war bei Rudi Carrells Geburt dabei? Dr. Janssen. Ich meine noch jemand anders. Nein, Dr. Janssen, war nur Dr. Janssen. Nein. Nur, überlegen Sie doch mal. Nur Dr. Janssen war da. Aber seine Mutter. Ach ja, er hatte noch einen gesehen. Ja, ach ja. Ach, ich hab... Du,
ich wusste. Ach. Ach. Was hat Rudi Carrell in wirklich hohem Maße? Keine Ahnung. Das ist gut, das ist ein Punkt. Danke. Was hat denn das Publikum über Rudi Carrells letzte Show gesagt? Die vorige. Ja. Scheiße. Ja, das ist wunderbar. Ja, gut. Das ist wieder ein Punkt. Wieder ein Punkt. Aber jetzt geben Sie acht, jetzt wird es sehr schwierig. Wie viel? 27. Oh, das ist richtig, ja. Danke. Ja, Sie wollten wissen, wie viele Shows Rudi Carrell in Deutschland gemacht hat. Nein, ich wollte wissen, wie viele Regisseure er verschlissen hat, aber die Zahl stimmt. So, jetzt machen wir mal zwischendurch eine ganz leichte Frage, die könnte jeder hier im Publikum schon beantworten. Wem verdankt Rudi Carrell seinen großen Erfolg? Das ist klar, nicht? Sich selbst. Oh nein, seinem Maskenbildner. Aber jetzt wird's ganz schwierig. Rudi Carrell, das wissen wir alle, hatte in seinen Shows viele, viele Gäste, viele Stars. Mit welchem weiblichen Star hatte Rudi Carrell in seiner Show am meisten Spaß? Barbara Valentin. Nein, das war nach der Show. Ich meinte jetzt in der Show. Oh, Gisela Schlüter. Oh ja, war Gisela Schlüter, ja. So, wie immer bei Alles oder Nichts wird es jetzt sehr heiß, sehr eng. Ich habe nur noch eine Frage und Sie haben erst vier richtig geantwortet. Sie brauchen noch einen Punkt, um die 10 Mark zu gewinnen. Meine Damen und Herren, Sie wissen alle, es gibt im deutschen Fernsehen zwei große Showmaster, Rudi Carrell und Peter Alexander. Welcher von beiden, das ist Ihre Frage, welcher von beiden ist der Beste? Sie können die 10 Mark behalten. Ne? Ja, meine Damen und Herren, ich habe 27 Shows in Deutschland gemacht, 40 in Holland. Und alle in dieser Art und Weise. Und jetzt möchte ich endlich mal was anderes machen. Und ab 6. April komme ich wieder am Samstagabend hier in Deutschland bei Ihnen zurück mit einem völlig neuen Programm. Und das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest. Und ich wünsche mir selbst zu Weihnachten viele gute Einfälle und Ideen für das Neue, das auf mich zukommt. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, when the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ik wens u een prettig kerstfeest, ik wens u een prettig kerstfeest, ik wens u een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ik wens u een vrolijk Weihnacht, ik wens u een vrolijk Weihnacht, ik wens u een vrolijk Weihnacht en een recht goed nieuws jaar. Ik wens u een frohe Weihnacht, ik wens u een frohe Weihnacht, ik wens u een frohe Weihnacht en vrolijk nieuwjaar. Ich wünsch eine frohe Weihnacht, ich wünsch eine frohe Weihnacht, ich wünsch eine frohe Weihnacht und frohes Neujahr. Ich wünsch eine frohe Weihnacht, ich wünsch eine frohe Weihnacht, ich wünsch eine frohe Weihnacht und frohes Neujahr. Ich wünsch eine frohe Weihnacht, ich wünsch eine frohe Weihnacht, ich wünsch eine frohe Weihnacht und frohes Neujahr. Ich wünsch eine frohe Weihnacht, ich wünsch eine frohe Weihnacht, ich wünsch eine frohe Weihnacht und frohes Neujahr.